Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei GoFoPyro. Heute habe ich für euch hier eine kleine Klasse 1 Mischung. Hier am Abend werden wir das Ganze zünden. Hier mit verschiedensten Leuchtartikeln. Da haben wir zu einem zwei verschiedene Aufstiegseffekte. Hier die Koboldbombetten und die Klabautermänner. Etwas ältere Artikel. Hier noch die Irrlichter von Nico mit dem alten VPI-Zeichen und dem 3-Sterne-Logo. Dann aktuelles hier Vulkan von Keller Komet. Dann noch einen Mini-Power Vesuv von Komet. Als kleiner Vergleich, dann noch aktuelle Strobe von Nico und zum Schluss haben wir hier unten noch eine Feuerdrachen-Handfontäne, die auch schon etwas älter ist. Ja, das wird so ein kleines Schneegezündel am Abend. Ich hoffe, euch gefällt. Und ja, ich würde sagen, wir gehen das Ganze jetzt mal draußen zünden. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und dann sehen wir uns gleich draußen wieder. Bis gleich. So, jetzt sind wir draußen angekommen hier mit unserer Mischung. Es hat schön geschneit. Hier liegt also einiges an Schnee, es ist auch ordentlich kalt. Und ja, schau jetzt mal hier, fangen wir einfach mal an, hier mit einem älteren Artikel, die Irrlichter von Nico, hier mit alten VPI-Zeichen. Es sind zwei verschiedene Farben enthalten, einmal zwei blaue und einmal zwei gelbe. Und wir starten jetzt hier mit den zwei gelben Aufschlag. Sehr schön. Und jetzt noch die blauen. Ja, auch wieder sehr schön. Mir haben jetzt die gelben besser gefallen. Das Ganze brennt jetzt ja auch hier noch schön weiter. Und ja, dann geht es jetzt hier weiter in unserem Beutel. Würde ich sagen, machen wir als nächstes mal hier die Strobe von Nico. Das sind ja sehr schöne Strobo-Effekte. So, ich habe das Ganze jetzt hier nochmal aufgerissen. Hier seht ihr nochmal, wie die ganzen Strobos aussehen. Das sind solche mit so einem Standfuß sozusagen. Und damit die auch nicht umfliegen, aber ist eigentlich völlig egal. Und ich würde sagen, wir zünden einfach mal zwei Stück Aufschlag. Okay, vielleicht hat man es jetzt gesehen. Der eine ist explodiert. Der andere hat dafür sehr gut funktioniert. Wir machen mal direkt noch einen. Und zwar den dritten, weil der erste einfach echt explodiert ist. Ich bin ziemlich erschrocken. Schauen wir mal, ob der explodiert. Hoffentlich nicht. Ja, glüht nur noch. Ist, glaube ich, reingebrannt. Der will, glaube ich, nicht mehr. Und dann geht es weiter. Bei unserer Mischung würde ich sagen, machen wir jetzt hier mal die Handfontäne. Hier der Feuerdrache von Komet. Da ich jetzt hier kein Stativ dabei habe, würde ich sagen, ja, stelle ich es einfach mal in Schnee und ja, sehen wir uns gleich wieder. Richtig schönes Teil. Also diese Handfontäne ist echt noch ziemlich geil. Mit der Brenndauer und vom Effekt. Also echt ein schöner Kometartikel. So, weiter geht's hier mit dem Mini-Power von Komet und dem Vulkan. Eigentlich von Keller, aber auch von Komet. Und ja, ich würde sagen, wir fangen an mit dem Mini-Power Vesuv und machen danach dann die Vulkan. So sieht das Ganze jetzt nochmal aus. Ist so ein Small Pagoda. Sollte etwas bekannt sein. Und ja, machen wir die zuerst auf Schlag wieder. Sehr schön, und jetzt nehmen wir hier mal noch zum Vergleich hier die von Keller her. Ich packe die jetzt auch noch mal kurz aus. Hier, so sehen die jetzt noch mal von Keller aus, beziehungsweise Komet hier, Vulkan. Recht schönes Design. Und auch wieder hier beide auf Schlag.
richtig schönes Teil hat mir jetzt etwas besser gefallen als der von Komet. Der rechte Vulkan ist wieder leider reingebrannt, also schon eine zweite an diesem Abend. Hier bist du reingebrannt. Und jetzt haben wir noch zwei Artikel hier bei unserer Mischung. Und zwar einmal die Labortermänner und einmal die Kobaltbombetten. Hier ältere Artikel, altes VPI-Zeichen, sind sehr schöne Klasse 1 Bombetten. Hier haben wir noch zwei Stück enthalten, beide ohne Standfuß leider, beziehungsweise Standfuß ab, aber das macht uns ja jetzt hier nichts, weil wir haben ja hier einige Schnee vorhanden. Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an mit den zwei Kobaltbombetten. Hoffe, dass ich mal das Ganze drauf bekomme. Machen wir gleich beide auf Schlag. Viel Spaß. Ja, sehr schön. Und jetzt noch als letzten Artikel von unserer Mischung hier, die Klappautomänner von Keller. Wenn es euch schon mal gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal ein Like und ein Abo da. Und ja, reißen wir das Ganze hier nochmal auf. Auch hier haben wir wieder zwei Stück noch enthalten. So sieht das Ganze hier nochmal aus. Würde ich sagen, jetzt nochmal hier die letzten zwei Klappautomänner für diese Folge. Und ja, würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein und ciao.